Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon, Baum der Stille. Ich habe Tiere versorgt und jetzt bin ich am Blumengießen. Da wir jeden Tag einen Part machen und wir aber durch die Erntegöttin im letzten Part schon schneller in den neuen Tag gekommen sind, konnte ich leider nicht durch den Anfang. Also machen wir das so. Ich wollte eigentlich in diesem Part das mit dem Setzling der Hoffnung in Angriff nehmen. Ich weiß aber nicht, weil sonntags haben ja gewisse Geschäfte geschlossen. Und daher weiß ich nicht, ob ich denjenigen, den ich jetzt treffen muss, treffe. Es gibt verschiedene Setzlinge. Also wir werden in diesem Spiel erst zwei Setzlinge finden, die dann wiederum aber nicht die richtigen sind. So, aber bevor ich jetzt zu viel Spoiler, gucke ich erst einmal, ob ich besagte Person... Oh, die Klinik ist offen. Gott sei Dank. Ja, gut, da ist Max. Genau den habe ich gesucht. Apropos, bevor ich hier... hier. Oh, okay, jetzt löse ich gleich diesen Mist aus. Oh ja, ich habe einen merkwürdigen Setzling in der Nähe des Leuchtturms gesehen. Es war ein kräftiger, geheimnisvoller Setzling mit verflochtenen Zweigen. Du solltest lieber einmal nachsehen. Machen wir gleich, wir geben dem Bus noch gerade eben den Tee. Bald ist Feierabend, du solltest gehen. Also so ein schlechtes Timing hatte ich schon ewig nicht mehr. Naja, Hauptsache, wir haben mit Max gesprochen. Das ist die Hauptsache. Die wichtigste überhaupt. So. Warte. Prüfen. Du hast den Setzling der Hoffnung gefunden? Pflanze ihn bei der Erntegöttinquelle ein. Oh, da ist Max. Oh, du bist hier? Ich habe noch nie zuvor einen solchen Setzling gesehen. Ich dachte, ich könnte daraus Arznei herstellen. Aber ich glaube, er ist dafür nicht geeignet. Ist er auch nicht. Ich hoffe, dass der Setzling ist, nachdem du so gesucht hast, Kenshi. Weiter so. Ciao, Bella. Hallo, Hundchen. So, ich muss noch mehr Felder gießen. Und den Setzling wollen wir natürlich auch noch einsetzen. Damit wir wissen, ob es der Setzling ist, nachdem alle Hoffnung sich wendet. Ich finde es erstaunlich, dass man zu jeder Jahreszeit grüne Teeblätter findet. Hallo Maya! So. Dann geht's in Richtung unserer Felder. Wobei ich erst den Setzling, glaube ich, pflanze. Wobei ich habe Angst, dass dann wieder die Sequenz kommt und dann komme ich wieder nicht zum Gießen. So, einmal hier quillt Feld ein.
sozusagen eine Abkürzung. Ich weiß gar nicht, warum die hier nicht auch einen Weg hingebaut haben. Es geht auch viel schneller. Na egal. Wahrscheinlich, weil da die Wiese für das Grundstück ist. Ja, wie ihr sehen könnt, hier alles schön fettgrün. Dabei habe ich gestern gar nicht gegossen. Na egal. Jetzt gehen wir zur Göttinquelle. Hier wächst übrigens immer edler Bambus. Also ihr werdet hier keinen normalen oder so finden, der, ich weiß auch nicht, wieso der hier ausgerechnet immer edel ist. Da hinten ist noch Blüschen. Lecker Keks. Ich weiß nicht, ob ich euch schon gezeigt habe. Ich habe hier schon alles weggesammelt. Ohne euch. Ja, die Bärenhöhle ist jetzt verlassen. Oder sind ganz tief drin, keine Ahnung. Im Winter. So, hier geht's zur Göttinquelle. Wo natürlich alles grün ist und so. Prüfen. Du hast den vielleicht Setzling der Hoffnung eingepflanzt, damit er wachsen kann. Olle. Oh nein, der Setzling ist eingegangen. War wohl doch nicht der richtige Setzling. Finde einen anderen Setzling. So. Aber den nächsten Setzling, den mache ich erst im nächsten Part. Denn heute muss ich noch gießen. Aber das Tolle ist, wir kommen jetzt immer besser voran. Denn jetzt haben wir die Sache mit dem Setzling am Laufen. Und ich schätze, vor Ende des Winters, also vielleicht sogar schon Mitte des Winters, haben wir eventuell schon Resultate. Ich fände es natürlich noch besser, wenn meine Frau endlich schwanger werden würde. Wir sind ja schon 8 Tage verheiratet und ja, er macht noch keine Anstalten einer Schwangerschaft. Kann es leer. Und gießen. Das Blöde ist, die letzte Stufe für die Kanne dauert immer ewig.
Zumindest kommt es mir immer ewig vor. Muss ich mal kurz gucken. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich alle erwischt habe. Wobei, die kann ich doch, glaube ich, schon pflücken, oder? Nein, kann ich noch nicht. So, hier muss ich gießen. Stimmt, die habe ich, glaube ich, erst einen Tag später gepflanzt. Oder 2 Tage später. Kanne ist leer. Oh mein Gott. Warum ist die Kanne immer dann leer? Wenn sie nicht leer sein soll. Warte mal. Also von hier. Nicht so einfach. Und ich hasse diese Stelle. Hier schwankt die Kamera immer. Die spinnt total rum. So. Jetzt frisches Wasser holen. Und dann geht's wieder los. Eine Stelle. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Und ich habe noch gar nicht alles gegossen. Ich muss noch das andere Feld. Das liegt nur daran, weil es schneit. So. So, jetzt noch das andere Feld. Boah, bis ich da fertig bin, ist die halbe Nacht vorbei. Andererseits haben wir dann nicht mal die Hälfte der Energie verbraucht. Und können so, obwohl wir nur wenig Schlaf haben, alles auffrischen. Über Nacht. Wir ziehen gleich die Blüten aus dem Käse, denn jetzt geht sie los, die Wasserbolognese mit Blankenese. Wir ziehen hier durch bis morgen früh. Ja, der Winter ist etwas eintönig und langweilig. Ich weiß gar nicht, wieso ich so viel angebaut habe. So viel Geld brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja quasi fast geschafft. Wir haben den Kuhstall voll, den Tierstall voll, wir haben den Hühnerstall so gut wie voll, also kann sich keiner beklagen.
So. Ich bin aber auch intelligent. Jetzt passt mal auf hier. Kann ich alles ernten. Habe ich aber erst gegossen, ne? Aber ich habe auch kein Saatgut mehr, was ich hier reinpflanzen kann. Ich muss nämlich erst Neues kaufen. Ich fände es schön, wenn morgen schönes Wetter ist. Aber es schneit ja im Moment noch. Aber es ist komisch. Es schneit, bis wir schlafen gehen. Und erst danach ändert sich das Wetter. Obwohl schon der neue Tag ist. So, gelbes Kraut habe ich auf jeden Fall mal bis zum Abwinken. Also falls mir die gelben Blumen ausgehen, dann habe ich immer noch reichlich gelbes Kraut. So, jetzt geht's nach Hause. Home, sweet home, sweet home, dum 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 dum. Home, sweet home, sweet home. Hab ich was hab ich die Mayonnaise schon reingetan? Frau hat auf jeden Fall volle Herzen. So. Mayonnaise ist weg. Ich muss allerdings noch mal Tee machen. Das mache ich aber ohne euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns um den nächsten Setzling kümmern. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.